Herzlich willkommen beim GFA Videoblog. Wir sind zurzeit im Garten von Eppelborn und neben mir sitzen zwei Kollegen aus Rumänien ursprünglich. Erzählt doch mal, wie seid ihr hierher gekommen? Die Nicole kann bestimmt mal mehr davon berichten. Ja, ich bin 2014 durch eine Agentur hierher gekommen. Ich habe angefangen als Helferin. Dann 2015 habe ich meine Anerkennung als Krankenschwester hier bekommen. Und seit 2016 bin ich schon Stationleitung auch vom Bereich OG. Okay, das ist eine tolle, tolle Laufbahn. Und muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich bin richtig schnell auf die Treppe hoch eingestiegen, sage ich mal so. Und ja. Und was hast du zukünftig noch für Ziele? Gut, auf jeden Fall werde ich mal im Herbst Praxisanleiter-Ausbildung machen und auf jeden Fall will ich auch Wohnbereichsleitung machen und warum nicht auch Wohnmanager, wünsche ich mir. Okay, da ist ja noch einiges vor. Ja. Wie hilfst du Julian, ihn zurzeit in Deutschland zu integrieren und gerade auch in der Einrichtung zu integrieren? Sag ich mal, Julian war bei mir auf dem Wohnbereich lange Zeit, ungefähr ein Jahr. Er hat sehr viele von mir gelernt. Ich sage mal, ich habe immer noch viele zu zeigen. Wir waren auch mal öfters weg, sage ich mal, ein bisschen von Deutschland gesehen und vor allem von Saarland. Okay. Ja. Und Julian, hilft es dir, dass du auch eine rumänische Mitarbeiterin, also die der Sprache fähig ist, dass du sie an deiner Seite hast? Dass du nicht immer nur Deutsch reden kannst, sondern wenn du auch eine Frage hast, kannst du mal zu Nicole gehen und auf Rumänisch fragen. Ja, ich spreche nur mit Nicole. Okay. Und redet ihr dann Deutsch? Ja, wir reden. Redet ihr Deutsch? Manchmal Rumänisch, ja. Okay, und jetzt bist du auf einem anderen Wohnbereich wie Nicole? Jetzt, ich arbeite ein anderer Wohnbereich. Ich arbeite nie mit Nicole. Okay. Wie viele Wohnbereiche habt ihr hier in Eppelborn? Im Eppelborn haben wir 3 Wohnbereiche und wir haben hier 86 Plätze. Okay. Haben wir doch wieder was von der Integration bei der GFA gelernt. Schön, dass ihr vorbeischaut und euch interessiert habt für das Thema. Macht's gut. Ciao, ciao.